Als Friedrich der Große im August 1786 stirbt, hinterlässt er einen mit strenger Ordnung verwalteten Staat. Einen stattlichen Goldschatz von 51 Millionen Talern und eine Armee von fast 200.000 Mann. Preußen ist zu einer europäischen Großmacht geworden. Aber nun ändern sich die Zeiten. Den Thron besteigt der Neffe des alten Fritz, Friedrich Wilhelm II. Mit ihm beginnt eine neue Zeit, das Zeitalter der Reformen. Am Heiligen See in Potsdam lässt er sich ein Schloss, das Marmorpalais, errichten. Der neue König besitzt Sinn für alles Schöne und für die Annehmlichkeiten des Lebens. Friedrich der Große hatte über seinen Nachfolger sorgenvoll gesagt: Es wird ein lustiges Leben bei Hofe werden. Mein Neffe wird den Schatz verschwenden, die Armee ausarten lassen. Die Weiber werden regieren und der Staat wird zugrunde gehen. Die amorösen Ausschweifungen des Königs, mehr noch seine Anfälligkeit für übersinnliche Welten, haben politische Konsequenzen. Nicht die Königin, sondern die Mätresse des Monarchen, die Dessauer Bürgertochter Wilhelmine Enke, gilt als einflussreichste Frau bei Hofe. Der König liebt diese schöne Frau schon seit jungen Jahren. Bei ihren romantischen Spaziergängen am Heiligen See entstand der Plan, an dieser Stelle ein schmuckes Palais zu errichten. In seinem Arbeitszimmer fallen Entscheidungen, die die Brandenburger irritieren. Einerseits Steuersenkungen und Erleichterungen für den Handel, andererseits Verschärfung der Zensur und Einschränkungen für das freie Denken. Professoren müssen nun sogar ihre Schriften zur Kontrolle vorlegen. Der König will alles in seiner christlichen Ordnung haben. Zugleich ist der König bereit, in der Kunst neue Wege zu gehen. Dem Architekten Karl Gotthard Langhans erteilt er den Auftrag zum Bau des Brandenburger Tores. Der Bildhauer Johann Gottfried Schadow krönt das neue Bauwerk mit der Quadriga. Ganz Berlin soll in diesem Stile umgebaut werden. Später hält sich hartnäckig das Gerücht, für die Siegesgöttin im Wagen der Quadriga habe die Geliebte des Königs nackt Modell gestanden. Die Berliner, die zu dieser Zeit noch Brandenburger sind, haben schon damals eine freche Schnauze. In Kitschromanen ist diese Geschichte, für die es keinen Beweis gibt, weitererzählt worden. Dem König missfällt, dass unter dem schönen neuen Tor nun Berlins leichte Mädchen mit den Offizieren anbandeln. Per Erlass ordnet Friedrich Wilhelm II. An, dass dies künftig nur noch in eigens erbauten Freudenhäusern gestattet sei. Bordelle sind nach dem Willen des Königs in der Nähe der Kasernen einzurichten. Für ein paar Stunden können Offiziere dort bei den Damen des Gewerbes dem strengen preußischen Drill entfliehen. Auch auf dem Land führt der dicke Wilhelm ein strenges Regiment. Dies bekommt vor allem ein eigenwilliger Pfarrer zu spüren, Johann Heinrich Schulz aus Gielsdorf in Barnim. Der Pastor wettert gegen Unrecht und Gewalt und klettert sogar ohne die standesgemäße Perücke, nur mit bürgerlichem Zopf auf die Kanzel. In seinen Predigten greift er die Obrigkeiten an und stellt die alte Ordnung in Frage. Zur besonderen Freude gereicht es mir, dass ich in allen meinen Gemeinden einen jeden Bauern und Tagelöhner so vernünftig denkend kenne, dass er nicht glaubt, eine Perücke oder ihr ähnliche Haarfrisur mache die Wahrheit der christlichen Religion kräftiger. Ein Ärgernis und eine Provokation. Mit dem Fall Zopfschulz befassen sich nun hohe und höchste Stellen. Am Ende wird der aufmüpfige Pastor aus seiner Gemeinde verbannt und muss als Fabrikinspektor weltlichen Dingen nachgehen. Nach dem Ausbruch der Französischen Revolution versucht Friedrich Wilhelm II. Alles, um eine Ausbreitung des neuen Denkens zu verhindern. Er verschärft die Zensur und lässt Schüler Aufsätze über die Verdorbenheit der Revolution schreiben. Gleichzeitig bemüht er sich, das Rechtssystem und die Verwaltung zu modernisieren. Er setzt seine Unterschrift unter ein Edikt, das die angeblich zügellosen Freiheiten des Geistes und des Ungehorsams eingrenzen soll.
Er segnet zugleich aber auch ein neues Gesetzbuch ab, das den Brandenburgern Rechtssicherheit gewährt. Das allgemeine Landrecht gilt als Zivilrechtsbuch bis 1900. Inzwischen schmilzt der Staatsschatz, wie das Eis im Frühling zu Wasser. Schulden entstehen und mit ihnen der Streit, wer dafür verantwortlich ist. Karikaturen machen die Runde. Hinter dem Rücken seiner Majestät verfüge die Mätresse des Königs über die Staatskasse, heißt es. Sie lenke den Hof nach ihrem Willen und übe auf den König einen schlechten Einfluss aus. Doch das ist vor allem böses Gerede. Schuld am Niedergang der Staatsfinanzen sind in erster Linie die verlorenen Kriege gegen Frankreich und Polen. Der König selbst ist weniger stabil, als es seine Statur vermuten lässt. Zeitig plagen ihn ererbte Gicht und Wassersucht. Die letzten Monate sind qualvoll. Allein die Gräfin Lichtenau steht dem todkranken Monarchen bei. Friedrich Wilhelm II. Stirbt im November 1797. Die Staatskasse weist ein Defizit von 59 Millionen Goldtalern aus. Noch am selben Tag lässt der Thronfolger Friedrich Wilhelm III. Die Gräfin Lichtenau verhaften. Der Vorwurf? Hochverrat. 10 Jahre dauert die am Ende ergebnislose Untersuchung.